So, meine Freunde, und willkommen zu Let's Play Pokémon Bloody Platinas Edition. Ich wäre schon mir fast gar nicht sicher, wie ich dieses Projekt nennen soll. Willkommen zu Pikmin 3. Ist ja fast dasselbe, guckt bloß keiner. Ich kam hierher, um die Pokémon-Liga mit meinen eigenen Augen zu sehen. Und dann habe ich gemerkt, ich bin blind. Oh, du armer kleines Tuk-Tuk-Tuk. Ich kann dich ja hinführen. Oh, wo bin ich? Sind das Pokébälle? Nein, das ist ein Stripclub. Okay, und da hast du ein Pokémon aber mit großen Händen. Der freut sich bestimmt scheiße. Ich bin gleich tot. Auch darauf. Und meine Freunde, ja, es geht random los. Ich habe gerade frei. Ich habe jetzt 4 Tage Urlaub. Das ist mega geil. Da wird erstmal mega aufgenommen. Und ich freue mich mega auf die Mega-Entwicklung bei Mega XY. Und Mega XY wird mega geil. Und oh yeah. Ich habe gestern das Thumbnail für Pokémon X fertig gemacht. Und oh, es ist so göttlich. Ich habe fast einen Orgasmus bekommen, als ich es gesehen habe. Und oh, es wird so geil. Und oh, es wird so geil. Und oh, es wird so geil. Die XY-Naslogue, beziehungsweise die X-Naslogue wird mega obergeil, glaube ich. Oh, jetzt mit dem dunklen Lurak. Und oh, es ist einfach so göttlich. Und oh, ist das geil. Und ja, ich habe mich gerade rasiert, ganz klar. Ich habe ja hier so einen Bart stehen gehabt, der ging bis zur Kinnlage runter. Bis zur Kinnlage, was lag ich? Bis zum Bauchnabel ging der runter. Ich habe im Sommer Weihnachtsmann gespielt, weiß ja jeder, dass ich das ganz gerne mache. Und wer mich auf der Gamescom nicht gesehen hat, ich war der Typ, der außer wie der Weihnachtsmann bloß nicht als Weihnachtsmann verkleidet war, aber den Bart hatte und eine Sonnenbrille auf hatte. Und yeah, ich war einfach mega fresh und cool und hipster. Yeah, so sah keiner aus. Deswegen, und ich laber jetzt hier keinen Scheiß. Ich hätte nur ein paar Stoppeln oder sowas dann. Deswegen braucht ihr jetzt nicht hier denken auf einmal, dass ich hier so mega Bart habe oder sowas. Ich bin kein motherfucking Nerd oder sowas. Auf jeden Fall habe ich mich dann so rasiert und schneide mir voll irgendwie hier so ein Kind rein. Ich so, ah, das blutet mega extrem. Hab mich aber nicht mehr dran erinnert auf einmal. Dann meine ich aber ganz lustig zu sein und sag so, ja geil, machen wir Aftershave drauf. Und das gebrannt, ey. Ich hab geschrien wie ein kleines Mädchen, ey. Das war richtig krass. Ich so, oh, was ist das? Und dann guck ich im Spiegel und dann sehe ich da, was ich, oh, nee. Und ich hab mich voll geärgert. Und boah, Critical Hit wahrscheinlich, ne? Nicht? Alter, macht das viel Schaden, ey. Schöner Step fliegen, ey. Geht ab, ey. Wow, 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 wow. Chill mal dein Leben, Brudi. Nicht so viel Schaden. Da, ich muss aufs... Ah, wegen Regentanz macht das jetzt so viel Schaden, ne? Auf jeden Fall habe ich mir so gedacht, ja... Jetzt ist es wohl nicht mehr Zero! Zero! Zero mit dem Bart! Jetzt ist Zero hier Baby-Popo-Haut ungefähr, ey. Und blutet... Ja, ich blute jetzt nicht mehr, aber keine Ahnung. War auf jeden Fall voll scheiße und es hat total wehgetan. Also ich empfehle es keinem, der sich irgendwie geschnitten hat. Body Slam, jetzt sind wir paralysiert, ey. Paralyse! Bitch, gib den LPA-King Schläge! Keine Ahnung, was sie darauf reimt, aber hey, ist egal. Ja, meine Freunde, wie gesagt, X und Y wird ultra geil. Ich freue mich schon... Paralyse drauf. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie ich mich sehr darauf freue, auf XY. Aber es wird, glaube ich, mega geil. Ich glaube, ihr habt auch richtig Bock darauf. Ihr könnt mir mal in die Kommentare posten, wie ihr das findet, die Idee aus X eine Naslog zu machen. Und ich weiß, ich glaube, ich werde es doch machen, dass ich erst sage, hey, wir machen erst X einen Tag, dann lade ich X zwei Parts hoch. Und dann sage ich, hey, wisst ihr was? Nur noch so 4 Tagen oder sowas, fange ich dann mit Y an und mache es 100% Let's Play und das wird dann mega geil, weil, keine Ahnung, ich will, wenn ich das auch so spiele, so XY, dann bin ich wahrscheinlich total neidisch drauf, weil ich sehe die Pokémon, die ich nicht gefangen habe, dann sage ich mir, hey, die hätte ich aber gerne im Team und dann kann ich sagen, hey, im 100% Let's Play fange ich die dann. So mache ich das jetzt und so würde ich das auch machen, deswegen. Der Kanal ist zwar sehr Pokémon-spezifisch, aber, keine Ahnung, ich finde es eigentlich so voll okay, weil ich wollte damals ein Poké-LPer werden und bin es jetzt auch eigentlich geworden. Bin ziemlich stolz drauf, sage ich mal, weil... Ja, mehr oder weniger. Ich sag mal, ich bringe auch ein paar andere Projekte, das ist mal klar, aber... Das Hauptding, was mir am meisten Spaß macht, ist eben das Pokémon-Ding. Es gibt ja auch tausende Minecraft-Let's-Player oder sowas, die, auch nur Minecraft machen und nebenbei mal solche Sachen machen, wie Amnesia oder Outlast oder Animal Crossing oder was auch immer. Und keine Ahnung, ich finde diese Mischung einfach voll fresh, dieses... Hey, ich mach das, dann mach ich noch das, dann mach ich noch das, dann mach ich noch das. Und wir treffen bestimmt gar nichts jetzt, ne? Weil wir haben Genauigkeitsdrop, wir haben Paralyse drauf und... Ja, aber klar. Ich glaube, ich sollte mal wieder Top-Genesung reinschmeißen. Ja, ich weiß, ich verschwende hier gerade Unmengen an Geld, aber YouTube-Partner for the win, ich habe Geld en masse. Das wisst ihr alle auf Konto, dies, das, Ananas. Naja, nicht wirklich, aber... Das ist jetzt... Das ist ein kleiner Running-Gag geworden in den letzten Jahren auf YouTube, dass die Leute sagen können, wenn sie YouTube-Partner sind, dass sie Geld haben wie... Keine Ahnung, wie irgendwas anderes, was nicht lebt. So, Lehmbrühe. Über die Hälfte.
What the fuck? Junge, raste nicht aus, raste nicht aus. Bin ich schneller wie dir? Gut. Puh. Haben wir das schon mal abgefrühstückt? Abgefrühstückt? Ich habe gerade gefrühstückt. Es ist gerade 11 Uhr. Ja. Yeah. Also das ist mal ein gelungener Tag, oder? Ich stehe auf, denke mir so, ah, ist das nicht ein schöner Tag? Guckst du noch und auf einmal sitzt da mein Hund auf. Jetzt habe ich so, oh oh, der muss raus. Der sollte auch schon vor 3 Stunden raus. Ja, ich bin so ein mieser Hundeführer. Das klingt, ey. Und habe ihn einfach warten lassen. Gerade überlegen, wann kann ich da reinwechseln denn? Ich habe nichts Vernünftiges zurzeit. Turbo-Tempo kann ich darauf gehen. Den kann ich nirgendwo raufgehen. Ja, setten wir mal Green Girl ab. Das sollte eigentlich meiner Meinung nach eine gute Wahl sein. Das wird schon hoffentlich. Matrose Retro. Retro. Nicht Retro. So, Bedroher, das ist erstmal scheiße, aber hey, fuck YOLO. YOLO! Wir machen erstmal einen Top Trunk, damit wir auf Safety sind hier. Wenn das Ding irgendwie Erdbeben hat oder sowas, dann wäre das nämlich ziemlich drakig. Aber ich weiß gar nicht, was kann so ein Drache. Nee, ist ja kein Drache. Wasserflug ist das ja. Regentanz, okay, das boostet mal seine Wasserattacken. Also Nassschweif-Kaskade wird schon mal richtig böse werden, weil Kaskade rückschrecken lassen kann. Aber hey, wir sind Lucario, haben die Fähigkeit, dass wir nicht zurückschrecken können. Von daher, YOLO! Swat Dance! Yeah, Angriff steigt stark. Drachentanz. Oh. Oh. Okay, jetzt habe ich so langsam Angst, wenn er das jetzt macht. Turbo-Tempo? Bitte über die Hälfte. Bitte, bitte, bitte. Ich kreuze alle meine Finger und meine Fußnägel. Was, Fußnägel? Warum auch nur die Nägel? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Auf jeden Fall, Turbo-Tempo, komm schnell. Ach, fuck, YOLO ist speziell, ey. Pff. Und jetzt musst du dich aufladen, dann weißt du, wach, jetzt kriegst du Schläge deines Lebens ins Gesicht von Dream God und Aslak. Aslak in dein Gesicht, ja. Dream God, Nahkampf. Mortal Kombat. Oder wie ging das mit Haftbefehl? Keine Ahnung, ich hab sowas noch nie gehört. Ich will sowas auch, glaube ich, gar nicht hören. Weil das macht meinen schönen Musikgeschmack, glaube ich, kaputt. Auf einmal, wenn ich mir vorstelle, laufe ich mit Ghetto Blaster durch die City und hänge da so mit Haftbefehl-Musik und Rap da so, ey, das wäre voll fresh und so, überhaupt nicht. Retro wurde besiegt. Ich bin schockiert, nein, wirklich, ich bin schockiert! Ich bin geschockt, Alter. Und ich habe jetzt 7 Minuten für den Kampf hier gebraucht. Ist ja fresh, Alter, ich habe noch gar nichts gerissen. Wisst ihr was, wir fangen die Arena heute nochmal an. Und dazu müssen wir auch in die Arena fliegen. Zu dieser Route, weil da oben müssen wir noch gar nicht hin, weil da ist die Poké-Liga und so. Wenn wir dann nach der City hingehen. Sonnenweg, yeah, ist. Oh, hier ist eine Wand. Cool. Ich bin gegen die Wand gefahren. Wie haben sie sich verletzt? Wie sind sie vom Fahrrad gefahren? Wurden sie vom Auto angefahren? Wurden sie vom Fahrrad geschubst? Nein, ich bin gegen eine Wand gefahren. Scheiße, Alter. Ist ihnen nichts passiert? Nein, ich bin steinhart. Yeah. Wie mein Ding in der Hose. Es ist auch steinhart. Super, super, super. Okay, wir gehen jetzt zum steinharten Leuchtturm, der wirklich groß ist. Wie das Ding in meiner Hose? Nein, Spaß. Wir fahren jetzt erstmal hier hoch und dann dort oben finden wir etwas ganz Bestimmtes. Nein, keine Zuckerwatte oder ähnliches. Oder jetzt, oh, so ein Morpho ist ja, okay, das wusste ich jetzt nicht, aber hey Morpho, was geht? Hey Morpho, what's going on? Du bist also der neueste Herausforderung der Arena und Sonnenweg, also gut, deine Entscheidung ist gefallen, die Schwache bist. Will er mit gegen mich kämpfen noch oder hoffentlich nicht, oder? Ja, will er nicht, gut. Boah, ich dachte gerade, das wäre jetzt echt schockierend gewesen, da bin ich auch schockiert. Kann ich runter gucken? Hey, ich sehe was. Hey, das ist die Poké-Liga. Geil. Chillig. Können wir jetzt schon in die Arena rein? Ich meine noch nicht. Weil der Arena-Teil, der ist auch so deprimiert, weil seine Freundin Schluss gemacht hat und er jetzt ganz alleine ist und ja. Deswegen müssen wir ihn aufmuntern, indem wir ihm mal zeigen, was, ja, wie wir drauf sind. Und dann ziehen wir den Rock hoch und dann sagst du gleich. Oh. Du bringst mein Leuchtturm wieder zum Leuchten. Oder sowas ähnliches, ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal hier hin. Ey, Rota, was geht, Alter? Ginger! Hey, du bist endlich zurück, außerdem, blablabla, vermutlich, bemerkt sein, ich werde ja kaum mal akzeptieren, bla bla bla. Yeah, wir können in die Arena, wir können in die Arena. Hey, Macarena, ei. Hey, wir können in die Arena, ei. Das wäre auch voll das fresh Lied, ey.
Ich glaube, ich muss mal als Abonnenten-Special so einen Song aufnehmen. Ohne Witz, Leute, ne? Ich hab ein Abonnenten-Special vom Monat aufgenommen, ne? Das ist so ein ganz langes Special zu meiner Karriere auf YouTube und alles Mögliche. Aber das Ding ist, wie soll ich sagen? Bin zu faul, um das zu rendern. Ja, da müsste ich die ganzen Szenen rausschneiden aus den alten Let's Plays. Ich würde das zwar voll gern machen, aber ich habe überhaupt keine Motivation dazu, ey. Also würde ich mal ganz gerne von euch jetzt so einen Kommentar kriegen, wo ihr sagt, hey Zero, ich bin noch gar nicht so lange dabei, hab noch gar nicht so viele LPs von dir gehört. Und ich find's echt voll geil von dir, wie du so geil geworden bist, weil du geil bist und ich auf dich geil bin und... wie soll ich das beschreiben, ey? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, kannst du nicht mal so ein Video dazu machen? Das würde mich voll freuen, würde mir den Tag retten, ey. Yeah. Ei. Ja, dann würde ich es mir vielleicht überlegen, weil wenn so viele lassen wollen, dann mache ich das auch. Aber wenn Leute sagen, ey, mach eh nicht, guck das eh nicht an, also so 50 Minuten Video von dir, was willst du eigentlich von mir? Sieht so aus, ob ich Freizeit habe oder was? Ja, so ungefähr, ja. Wie komme ich da hin? Ich hasse Rätsel, ich bin doof. Bin echt doof, ne? Muss ich vielleicht, wusste ich, ich bin schlau. Yeah. Der ist vorne, gut, das geht klar. So, was geht ab, Children? Willst du bis zum Arena-Leiter schaffen? Bist du ganz sicher? Naja, wenn ich hier sterbe, dann ist die Nasdaq vorbei. Yeah. Die Nasdaq muss... Oh, ein kleines Kind, Olivia, du Schulkind. Oh, ich zeig dir mal ein paar Biostunden, wenn du Lust hast. Ein paar Biostunden? Was unterrichtest du denn, Herr Lehrer? Herr, keine Ahnung, irgendwas. Habe ich nicht Lucario nach vorne gepackt? Naja, what? F-U-L-B-B-N! Oh yeah! Und ich bin noch voll müde, ey. Und ich muss gleich losfahren mit dem Fahrrad und 10 Kilometer fahren, weil ich zu meiner Oma will und die macht mir was zum Mittag. Yeah! Das ist richtig Business. Warum? Weil der Zero einfach viel zu faul ist, um sich selbst was zu machen. Nee, der Zero ist ja jetzt auch wirklich eine ganz nette Seele, muss man dazu sagen. Also, mir ist Familie und alles sehr wichtig. Deswegen, habe ich mir gedacht, hey, du hast frei. Und es ist keiner zu Hause, meine Eltern sind im Urlaub und da dachte ich mir, schade, dass deiner Oma einfach mal einen schönen, netten Besuch ab. Die freut sich, ich freue mich und was Leckeres zu essen ist auch dabei. Deswegen, das ist doch immer ganz schön. Deswegen, Familie ist sehr wichtig, vernachlässigen sehr viele. Deswegen finde ich sehr schade, weil man muss damit so sagen, man hat seine Familie leider nicht für immer. Das ist einfach so, das ist der Kreislauf der Dinge, dass ab und zu auch mal einer von uns geht oder beziehungsweise... niemand lebt für ewig, sagen wir mal so. Und da will man doch mal die Zeit mit denen genießen und nicht später sagen können, hätte ich doch mal mehr gemacht mit denen. Deswegen mache ich sehr viel mit meiner Familie, mit meinen Geschwistern jetzt nicht so, weil die mir ehrlich gesagt auf den Sack gehen. Meine Schwester wohnt ja in Düsseldorf, bei der andere wohnt ja hier. Aber deswegen, sonst ist eigentlich alles ganz fresh. Und ja, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, wie gesagt, Familie ist sehr wichtig, muss aber jeder selber wissen, was er davon hält, beziehungsweise wie er was machen will. So, Erdbeben machen wir jetzt erstmal. Es war wunderschön, ein Schaden. Und damit ist auch Minun kaputt. Minun, oh, wer mag schon Minun? Oh, keiner mag Minun. Niemand. Außer eine Person. So, damit ist die auch kaputt, die kleine Olivia. Da gehen wir Fighter hier. Vernichten. Mit unserer vernichtenden Niederlage, genau. Genau, so müssen wir es machen. Damit wir auch hier hochkommen auf das Zahnrad. Zahnräder. Ich musste mal auf der Arbeit so ganz viele Zahnräder ineinander stecken. Oh, das war so langweilig. Das war der schlimmste Tag auf der Arbeit, den ich je hatte. Und keine Ahnung, es war total nervig und blöd. Naja, egal. So, Schulkind Joel. Joel? Magnetilo? Okay, das geht ja voll klar. Das Ding hat Schwebe, oder? Magnetflug hat das, ne? Treffen wir es trotzdem mit Erdbeben? Ich hoffe nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat Schwebe oder sowas dann. Ne, hat er nicht. Geil. Also, du fliegst zwar, ne? Aber ich treffe dich trotzdem. Warum? Weil wegen Swag und so. Genau, ich esse gleich Swag Getty und Yolonese, ey. Das ist der richtige Essen für so einen Hipster-Mipster. Stylo Milo, Alter. So, MS Nintendo ist Level 473. ich wollte nichts Falsches sagen. Und. Also, wir doch alle dabei. Das ist prima. Prima Magneton. Und prima Magneton kriegt das einen voll ins Face, Alter. Magnetflug. Sieht ja echt geil aus, aber. Fuck, ey. Oh Mann, der ist voll mies. Der hab ich voll getrollt, ey. Trolla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 l
Bam, 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 straight in your face, Alter. In deine ganzen Augen reingeballert, einfach nur mit deinen schnellen Fäusten von unserer Kung-Fu-Technikerin Dreamgirl. Yeah. Geht zwar unsere Death Down, aber hey, wen juckt das schon? Macht mir gar nichts. Ein paar Erfahrungspunkte nochmal. Level 74 für MSN. Und ich bin müde, meine Güte, ist das krass, ey. Ich muss mal etwas hier was trinken, ey. Irgendwie Tee oder so, obwohl es ist gleich Mittag. Das geht gar nicht klar dann. Das Ding sieht einfach so hässlich aus, ey. Sieht einfach so hässlich aus. Alles abgerundet. Magnetron war geil, aber das Ding ist einfach nur so ein großer Klotz, ey. Na, er ist auch down. Aber meine Freunde, ich würde sagen, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich muss gleich los, von daher... Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye. Pokémon Bloody Party. Last Edition. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem irgendwie gefallen, auch wenn wir nicht viel gemacht haben. Aber ich hoffe, ich habe euch irgendwie entertained, unterhalten und dies, das, Ananas, wie auch immer. Joel wurde platt gemacht. Du bist ganz schön. Und stark. Und gut aussehend. Und geil. Und sexy. Und ja, okay. Das wird zu viel. Oh, ein Pikachu. Oh, ich heiße knuffig und süß. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Euer Zero.